Wir Bergsteiger bedienen uns regelmäßig an der Schönheit der Natur. Doch damit diese Schönheit gewahrt werden kann, müssen wir uns alle gemeinsam an einige Grundregeln halten. Deshalb geht es heute im Grundlagenkurs Nummer 7 um das richtige Verhalten am Berg. Wenn du mit dem Auto fahren darfst, hast du einen Führerschein. Der belegt, zumindest theoretisch, dass du weißt, dass man bei Rot stehen bleibt, man möglichst auf der rechten Spur fährt und keine Katzen überfährt. Für die Natur und die Berge gibt es keinen Führerschein. Deshalb müssen wir uns das schon selbst aneignen und uns dann ehrlich daran halten. Denn eine Polizei, die unser Verhalten am Berg kontrolliert, die gibt's ja auch nicht. Fangen wir deshalb mit dem dicksten Thema in dem Bereich an, um hier gleich ein paar Mythen auf den Zahn zu fühlen. Wir starten also mit dem Kapitel Müll. Dass man am Berg keinen Müll zurücklassen sollte, das möchte ich hier gleich mal dick und fett unterstreichen. Plastikmüll, Verpackungen, Schachteln und Co. haben am Berg rein gar nichts verloren. Gut, den meisten Bergsteigern sollte das klar sein. Doch es gibt auch Müll, der genauso wenig auf die Berge gehört und doch deutlich häufiger zu sehen ist. Fallen euch da ein paar Beispiele ein? Taschentücher sind so ein Klassiker. Selbst auf selten begangenen Bergen finde ich immer wieder mal am oder neben dem Weg Taschentücher. Das muss wirklich nicht sein. Ein ökologisches Problem gibt es hierbei zwar ehrlicherweise nicht, aber dafür ein optisches. Denn wer glaubt, dass die Taschentücher nach 2-3 Wochen kompostiert sind, der irrt gewaltig. Je nach Aufbau des Taschentuchs kann das bis zu 5 Jahre dauern. Jahre! Also wenn euch mal ein Taschentuch auf den Boden fällt, nein, es ist nicht halb so schlimm. Aufheben, einstecken, weitergehen. Ein weiterer Klassiker sind die Obstschalen, Orangenschalen, Bananenschalen und so weiter. Euer Hausverstand würde jetzt zwar meinen, ja, so eine Bananenschale ist ja biologisch abbaubar, also sollte das kein Problem sein. Und in Grundzügen hättet ihr auch recht, doch ganz so einfach ist das nicht. Denn Bananen und Orangen sind die klimatischen Bedingungen in den Bergen oder gar im Hochgebirge nicht wirklich gewohnt. Logisch, kennt ja auch keiner die berühmte Bananenplantage auf der Zugspitze. Genau das macht den biologischen Abbauprozess aber auch so träge. Erst nach 2 bis 3 Jahren ist im Gebirge eine Obstschale zersetzt. Bis dahin verschönert sie unsere Wege. Also nein, danke, auch die dürft ihr wieder mit ins Tal nehmen. Übrigens bei Äpfeln und heimischem Obst sieht das Ganze etwas anders aus. Die kann man tatsächlich etwas ab vom Weg entsorgen. Der Grund dafür ist, dass bei heimischen Obstsorten auch die heimischen Temperaturen schon reichen, um daraus Kompost zu machen. Im Hochgebirge ab 3000 Meter bringt aber auch das nur noch bedingt was. Hier sind die Tageshöchsttemperaturen in der Regel so tief, dass sich auch hier die Zeit der Kompostierung vervielfacht. Ist also auch nicht notwendig. Rauchen ist im deutschsprachigen Raum ein beliebtes Hobby. Auch am Berg. Doch am Berg haben Zigarettenstummel definitiv nichts verloren. Tatsächlich sind Zigarettenstummel ökologisch abbaubar, aber in gewisser Weise ist auch das genau das größte Problem. Da Zigaretten viele Gift- und Schadstoffe enthalten, werden diese beim Abbauprozess mit abgebaut und vergiften damit den Boden inklusive dem Grundwasser. Gerade in der Nähe von Quellen am Berg ist das also ein echtes No-Go. Mit Plastik ist das Problem übrigens wirklich gewaltig, und zwar aus zweierlei Hinsicht. Erstens haben wir mit Plastikflaschen und Verpackungen ein gigantisches optisches Problem, da Plastik um die 5000 Jahre braucht, um zu zersetzen. Und das zweite Problem ist ökologischer Natur. Denn die Weichmacher im Plastik können durch die Korrosion an die Umwelt abgegeben werden und wie gesund Weichmacher sind, das wissen wir, glaube ich. Also alles, was Plastik und auch Metall betrifft, pfui. Dass Dinge wie Glasflaschen, Leder und Co. ebenfalls nicht in die Berge gehören, sei hier auch nochmal kurz erwähnt. Aber in der Regel sieht man die Materialien doch eher selten am Berg. Doch eine Sache möchte ich in Bezug auf Müll schon noch erwähnen. In der Vergangenheit wurde das Mitnehmen von Babys und Kleinkindern immer populärer. Windeln sind zwar mit biologischem Abbaustoff gefüllt, aber nicht aus solchen gemacht. Das Mischgewebe ist darauf ausgelegt, möglichst reißfest und beständig zu sein. Keine idealen Voraussetzungen für den Zersetzungsprozess. Um die 500 Jahre lang kann man auf den Abbauprozess einer Windel warten. Deshalb sollte auch die wieder ins Tal kommen. Wer jetzt neu im Bergsport ist, stellt sich vielleicht folgende Frage.
wenn ich am Berg meinen Eistee aus der Plastikflasche, den Müsliriegel in der Plastikhülle und die Banane aus der Bananenschale gegessen habe, was mache ich dann mit dem ganzen Zeug? Die einfachste Antwort wäre natürlich, dass das alles einfach wieder mit ins Tal kommt. Aber wer schon mal bei einer Hochsommerwanderung einen Schokoriegel gegessen hat und die Verpackung dann einfach ins Deckelfach gelegt hat, der wird wissen, warum das eine schlechte Idee ist. Zur Pflichtausrüstung eines jeden Rucksacks, egal ob Sommer oder Winter, gehört deshalb ein kleiner Müllsack. 6 bis 10 Liter reichen hier schon vollkommen aus, mehr Müll fällt auf einer Tagestour in der Regel ohnehin nicht an. Der wird dann oben im Rucksack oder im Deckelfach verstaut, sobald etwas anfällt, wird das alles in den Müllsack gepackt und dieser verknotet. Es könnte also wirklich so einfach sein. Aber weil euch das Thema Müll jetzt wahrscheinlich schon so richtig stinkt, gehen wir jetzt gleich weiter zum nächsten großen Punkt. Dem richtigen Verhalten am Berg. Übrigens, richtiges Verhalten auf YouTube ist es, die Alpen Academy zu abonnieren. Nur so als kleine Erwähnung und für alle, die das noch nicht wussten. Die Natur lebt von der Stille. Eindrücke und Wahrnehmungen bekommen erst durch die eigene Geräuschkulisse ihre Entfaltungsmöglichkeiten. Das bedeutet im Umkehrschluss, wer redet, kann nicht gut zuhören und damit auch nicht gut wahrnehmen. Also sollte man am Berg möglichst ruhig oder zumindest leise sein. Gut, wenn man alleine unterwegs ist, kommt einem das gar nicht so komisch vor, aber gerade größere Gruppen sind hier echte Störfaktoren. Deshalb gibt es hier an dieser Stelle unbedingt die Bitte. Wenn ihr in Reisegruppen oder im Freundeskreis in den Bergen unterwegs seid, könnt ihr zumindest während dem Gehen die Lautstärke der Umgebung anpassen. Wenn hin und wieder die Bergdolen zu hören sind, der Wind an den Steilflanken der Gipfel abprallt und die Ruhe eine richtig genussvolle Atmosphäre bildet, gibt es wirklich nichts Nervigeres als: Mein Gott, habt ihr gestern im Fernsehen diesen Film gesehen? Es ist respektlos gegenüber den anderen Bergsteigern und vor allem kann es in niedrigeren Höhen ein echter Störfaktor für die Tierwelt werden. Tiere gewöhnen sich über längere Zeit an Umstände. Deshalb sind Gämse und Steinböcke nach einigen Jahren an die klassischen Geräusche der Bergsteiger gewöhnt. Doch wenn dann jemand laut über das Lieblingsrezept aus der Kategorie vegane Smoothies redet, kann das eben auch die Tierwelt unnötig aufschrecken. Egal ob vegan oder nicht. Wenn man ohne Müll zu hinterlassen und ohne Lärm zu machen den Gipfel erreicht, hat man alles richtig gemacht und kann sich darüber freuen, die Bergwelt rücksichtsvoll betreten und wieder verlassen zu haben. Doch oben am Gipfel gibt es noch eine Kleinigkeit, die in den letzten Jahren immer mehr ins Kommen gerät. Das Klettern auf Gipfelkreuze. Gipfelkreuze haben stets eine Geschichte. Sei es eine religiöse Geschichte oder ein Andenken an Kriegsgefallene. Manche dienen sogar der Wissenschaft und Messtechnik. Jedes Kreuz hat also einen gewissen Status, den es zu respektieren gilt. Man muss nicht herumturnen, wo andere eine große Erfüllung sehen. Ich selbst bin kein religiöser Mensch, habe keinen Bezug zu kriegsgefallenen Personen und arbeite auch nicht in der Vermessung der Berge. Doch trotzdem kann ich all diese Gedanken, Taten und Andenken entsprechend anerkennen und respektieren. Deshalb sollte man das Betrachten eines Gipfelkreuzes als Boulder in einer Kletterhalle definitiv unterlassen. Verboten ist es zwar nicht, aber grundsätzlich nicht in Ordnung in Bezug auf den Respekt, den man den Menschen und dem logistischen Aufwand hinter einer solchen Aufstellung erbringen sollte. Und wenn dann am Ende des Tages auch das noch klappt, dann kann man wirklich behaupten, die Berge mit großem Respekt besucht zu haben, den physischen und psychischen Nutzen des Abenteuers genutzt zu haben und dennoch die Berge als das zurückgelassen zu haben, was wir alle so schätzen. Natur, Einklang, Respekt und Abenteuer. Natürlich sind das, wie eingangs erwähnt, alles keine echten Gesetze und es gibt auch keine entsprechende Kontrolle. Es geht aber darum, allein schon aus Respekt gegenüber allen Mitmenschen, sich an diese Grundregeln zu halten, um die Schönheit der Berge jedem Menschen in gleichem Maße zugänglich zu machen. Übrigens, falls ihr mehr zum Thema moderner Alpinismus und den Veränderungen im Alpinismus wissen wollt, von mir gibt es ein ganzes Buch zu diesem Thema. Das heißt Ende im Gelände, ein Plädoyer für mehr Ursprünglichkeit im Bergsport. Hier gehe ich genau auf die Veränderungen in den letzten Jahren ein, die vielen touristischen Umbauten und unsere veränderte Wahrnehmung. Wenn euch das interessiert, klickt gerne auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das Buch dann auch über Amazon entweder als E-Book oder als Taschenbuch erwerben. Wenn euch der Grundlagenkurs gefällt, freuen wir uns über ein Abo auf dem Kanal und einen Daumen hoch auf das Video. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer schöne und erholsame Touren und Tage und wie immer Bergheil!